Es bleibt wohl nichts anderes übrig. Wir müssen da reingehen. Mach das Portal auf, dass wir dann nicht versteinert rauskommen oder so wieder. Wir wollen da safe reingehen. Also gehen wir mal rein da. Boah, ich bin echt gespannt, wie es da drin aussieht. Als bin ich wirklich quasi in dem Abteil, der fehlt. Ist das geil? Okay, es geht doch zurück. Interessant. Okay, interessante Karte da unten auch. Ich habe es eher so gedacht, dass. Junge, sieht das krass. Es ist übelst die Zerrwelt als aus Pokémon. Dies ist die Welt des Nichts. Alles hier wurde vom Riss verschlungen. Es schwebt haltlos umher und löst sich allmählich in Nichts auf. Okay, es verschwindet sogar. Krass. Ich spüre ihre Anwesenheit weiter voraus. Ich habe eigentlich erwartet, dass hier so ein bisschen die Dungeons drin geht. Also lass uns dorthin gehen, Zelda. Dass man dann, wenn man einen Dungeon schafft, dass man eben die Risse auflösen kann. Das stelle ich mir jetzt so ein bisschen darunter vor. Boah, aber wie man sie hier so schräg nach oben gehen muss. Wahrscheinlich auch nicht 1 zu 1 die Welt, sondern. Oh Gott, ich habe einen falschen angelockt. Ah, ich habe die Geheimwaffe. Oh mein Gott, ich wurde erwischt. So, finstere Dinge. Ah, da kann ich aber keine Echos davon erstellen. Wahrscheinlich sind es schon Echos von irgendeiner bösen Kraft. Ey, aber mein Ding ist ein bisschen kleiner als das Original. Ah, schwierige Jumps. Das ist eine versteinerte Person. Können wir dich retten, ne? Alle Lebewesen, die vom Riss verschluckt werden, erstarren und können sich nicht mehr bewegen. Überlasst man sie ihrem Schicksal, verschwinden sie allmählich. Es ist die Frau von dem einen, oder wie? Da ist jetzt eine Höhle im Nichts. Die ist einfach ganz normales, lol. Wird? Ist es quasi jetzt schon der Dungeon? Bin ich rasch schon drin? Die ganze Welt ist einfach ein Dungeon? Das wäre eine interessante Mechanik, so. Ich tue, glaube ich, mal meine eigenen Fledermäuse in den Kampf schicken, ja? Ich kann zumindest unendlich von denen produzieren. So, Schalter. Aber es ist wahrscheinlich irgendwas drauf platzieren, oder? Das ist keiner, der einfach so aufbleibt. Nee, doch. Passt. Hätte ich mir das echt gut vorstellen können. Viele Gegner. Schicke ich mal ein paar von meinen Leuten rein. Die machen das schon. Ist wirklich cool, wie man die so in den Kampf schickt. Das gefällt mir. Dann kann man noch, aua, ein bisschen nachhelfen. Beispielsweise eine Kiste auf die werfen. Oh, da ist was drin. Aber meine ist ein bisschen schwächer gerade als diese finsteren großen Slimes. Aber wenn ich genug Fledermäuse erscheinen lasse, sollten die trotzdem irgendwann gewinnen. Perfekt, ey, ist voll die coole Mechanik so. Aber ich sag's, das ist der Dungeon, oder? Das ist Dungeon 1. Er hat keinen speziellen Namen so, aber die Welt an sich ist Dungeon 1, oder nicht? So, die hier Welt an nichts, das ist einfach so Mechanik. Ich check's noch nicht. Das ist auch einfach nur so eine kleine Mechanik. Wie das ein finsteres, schwebendes Ding. Oh mein Gott. Ey, die tun hier direkt immer auf mich so draufstürmen. Da habe ich voll Angst, aber die machen, glaube ich, da keinen Schaden, sonst spawnen einfach ihre Monster, ihre Wellen. Das ist immer noch so cool. Aber ich glaube, gegen mehrere Gegner bringt es mir einfach sogar runtergeschlagen. Ey, ist nach links oder nach rechts? Schau mal nach links. Ah, eine weitere Person. Boah, merkt man richtig, wie sie sich gerade auflöst. Person habe ich im Schloss gesehen. Ah, so ist diese Ministerin oder so. Wenn die wir befreien können, den ganzen Schwindel da auffliegen lassen. Will ich trotzdem mal wissen, was hier rechts ist. Und nochmal ein Weg, aber da ist ein Rubin. Es scheint wohl eher besonders zu sein. Oh, Patch-up-Mann-Passagen. Zelda hat gut gelernt von Mario. Ich weiß immer noch nicht, ob man das jetzt wirklich als Dungeon abstempeln lassen kann. Okay, das sieht eher nach einem Dungeon aus. Das davor war, glaube ich, wirklich einfach nur so Weg quasi. Das hier ist der Ort, an dem du gefangen gehalten wurdest. Ah, lol, hä? Okay, ich dachte eigentlich, dass wir da am Ende des Spiels doch mal hingehen und das da Finale ist. Das war der erste Dungeon, ist schon wieder eine interessante Sache. So, Delia-Ruine. Und das ist jetzt wirklich der erste Dungeon. Okay, cool. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie hier in dem Spiel die Dungeons aufgebaut werden, ne? In Riesenstein. Kann man wohl nichts machen, ne? Dieser Fels im Weg. Bei meiner Arbeit, die Welt wiederherzustellen, muss ich gelegentlich auch Hindernisse aus dem Weg räumen. Die Kraft, die ich dabei einsetze, könnte ebenfalls nützlich sein. Mit Hilfe des Stabes kannst du allerlei Dinge dazu bringen, sich Einklang mit dir zu bewegen. Ah, so quasi ultrahandmäßig, ja. Einklang heißt es hier aber. Aber es ist nicht gleich ein Effekt, ist so. Boah, dann kann ich es quasi genauso bewegen, wie ich mich halt bewege. Okay, das ist cool gemacht auf jeden Fall. Da auf jeden Fall nochmal eine Menge Rätsel möglich. Vor allem. Kann ich mich nicht sogar irgendwie mit den Echos verbinden? Oder die Echos genauso damit mehr steuern? Da hat man auch in einem oder anderen Video schon gesehen, dass das so viel möglich ist. Ein Apfel. Oh, dann tun wir einfach den schweren Stein wegbewegen, würde ich sagen. Ja, safe auch einfach hier platzieren. Ich glaube noch nicht so ganz. der ist an einer komischen Stelle.
Ja doch, ich muss noch ein bisschen lernen, aber ich will den Stein eben auch hier platzieren, dass ich da wieder rüberkomme. Ah, es ist cool gemacht, aber lass mal nach unten schauen. Ah, Spinnen. Okay, interessant. Kann ich die auch irgendwie übernehmen? Ja, mal erledige. Ach, boah, das muss schwerhaft gewesen sein. Oh, die ist richtig gespawn-trapped. Aber jetzt habe ich sie tatsächlich Heiltool erhalten. Könnte mir hilfreich sein. Oh mein Gott, einfach niedergemetzelt. Nein, die Seile wurde zerstört. Geh weg. Ich will doch irgendwie nach da oben noch kommen, ja? Kann ich die Spinne irgendwie platzieren? Die mir dann quasi genau sowas erstellt. Genau, jetzt muss ich nur noch richtig machen. Ja, perfekt, genau so. Rätsel gelöst. Das ist die Karte. Cool. Habe ich einen guten Überblick über das Ganze? Wirkt machbar. Okay, das ist ein riesengroßes Ding, hä? Okay, da haben wir wohl ein riesen Ding Dungeon vor uns. Ja, aber bin ich auch gespannt, wie viel es gibt. Ich habe das Gefühl, es sind weniger als ein Link's Awakening, aber die dann an sich für sich größer. Da können wir bestimmt irgendwie rüber. Ich hätte schon gern gewusst, was da im ersten Raum war, quasi, diesen Gang noch. Den habe ich jetzt komplett geskippt, quasi. Ich gehe einfach mal hier weiter. Ich werde schon irgendwann nicht weiterkommen. Oh, wieder so ein Flammengegner. Der war gefährlich. Hier ist abgetrennt, quasi. Ah, stimmt, es ist ja quasi einfach der Raum, wo ich mit Link war, zusammen. Aber ich glaube, da erkennt man schon die eine oder andere Sache wieder, wie das hier zum Beispiel. Ja, ich glaube, da oben ist jetzt aber einfach eine Sackgasse tatsächlich. Also ist da vielleicht einfach irgendwie so eine Truhe. Mehr wird da nicht sein, zumindest laut Karte. Oh, da die Wache. Oh, die hätte ich aber super, super gerne. Bitte Hilfe, 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 hilf mir. Oh mein Gott, wird die gemobbt. Let's go, down. Schattengarde. Boah, das wirkt so, als wäre es so einer der heftigsten Gegner so, aber ich habe ihn jetzt einfach schon. So, schauen wir mal. Ah, hier geht's doch nochmal wo lang. Da geht's wieder nach unten. Boah, etwas skippe ich gerade einen riesen, riesen Part oder. Keine Ahnung, es ist so verwirrend auch. Ich weiß nicht, ob ich zurückgehen sollte wegen diesem einen Gang. Vielleicht ist da einfach eine Truhe mit dem Kompass. Ich geh mal ganz kurz zurück. Mich interessiert zu stark gerade. Ich will wissen, was in dem einen Raum ist, wo ich den Stein platziert hatte. Also, was war hier? Wirklich einfach nur Truhe so. Gut, dass ich die jetzt mitgenommen habe. Hallo? Wenn mir jetzt sagt, ich komme da nicht ran, dann raste ich aber aus. Aber was soll ich denn machen? Ah, rausziehen, oder? Ja, let's go. Oh, gut, dass ich das jetzt noch gelöst habe. Und hier ist... Hä? Das ist Butter? Ja, Leuchtbutter. Ja gut, zumindest mitgenommen. Alter, das ist ungenießbar. Hä? Okay, wahrscheinlich kochen wieder. Ja gut, wir sehen uns wieder an der richtigen Stelle. Also, back in the game hier. Ich muss die Fackel anzünden. Kann ich da einfach eine Fackel von mir hinstellen und das passt dann? Ah, ich habe zumindest angezündet. Ich hatte eigentlich, dass ich so quasi hinstellen kann, so, yo, ist ja meine Fackel, so, passt. Was mache ich mit dem Stein? Da blockiert irgendwie mir den Weg so ein wenig. Komme ich da... Ja doch, ich komme da durch. Perfekt. Ich muss die restlichen Fackeln noch anzünden. Ey, jo, mach mal kaputt. Ich mobb den richtig. Ich benutze dich mal einfach als Kaputtmachmaschine. Zünde ich da wieder meine eigene Fackel? Nein, es geht nicht. Oh, ich habe mich selbst angezündet. Ist das dumm? Geht das Slime irgendwie? Dass ich ihn darauf schmeißen kann? Ja, der geht. Oh, ist so kreativ. Es gibt ja auch so viele Möglichkeiten, irgendwie diese Rätsel zu lösen. Das ist halt so cool. Ich bin schon wieder fast down, ey. So das eine oder andere Lebending wäre mal nicht schlecht. Ich esse mal was. Ein paar Weintrauben einfach. Gewinnen wir den nächsten Checkpoint. Das sind auch im Dungeon solche Checkpoints gibt, wo man sich hin teleportieren kann. Und auch so viel ist einfacher. Ein Schild. Cool. Was soll ich machen mit dem Schild? Achso, wahrscheinlich das. Das ist ja die Hauptfähigkeit hier. Ich wahrscheinlich rausziehen damit. Genau. Jetzt haben alle kein Schild. Schön Gleichberechtigung. Mit euch kann ich nicht interagieren damit. Nee, es funktioniert nicht. Schade. Boah, so eine riesen Wand. Guck ich da irgendwie drüber? Oh mein Gott, ist einfach die Bettentaktik. Es ist einfach die Bettentaktik. Nein, es ist nicht die Bettentaktik. Lass mich doch da hoch. Oh, es schwebt einfach in der Luft. Interessante Sachen. Ja, ich hab's hochgeschafft. Irgendwie. Oh, wenn man sich so wirklich entlang arbeiten muss, hier ist das crazy. Ich feiere es aber auch irgendwie. Und jetzt bin 50er. Trampoline und Betten, das ist wirklich mein bester Freund im Game bisher. Ein paar Wachen, da kann ich auch meine eigene mal reinschicken. Mal schauen, was sie macht. Ist es sinnvoll, einfach ein starkes Monster zu machen? Ich habe nicht das Gefühl, eher mehrere kleinere, oder? Oder den großen Bruder. Der macht natürlich alles auseinander. Weil gegen mehrere Gegner ist das so praktisch. Es hat sich so gelohnt, den mitzunehmen.
einfach alles down gemacht. Ist das nicht eigentlich die Treppe jetzt so finalemäßig gewesen? Das müsste doch die sein, wo dann Zelda eingesperrt war. Ja, tatsächlich, da ist Link sogar. Na nur? Ist das nicht der Junge, der gegen das blaue Ungeheuer gekämpft hat? Ja, aber er hat irgendwie eine finstere Aura. Er ist auch böse geworden. No! Aber seine finstere Gestalt ist nicht in unsere Welt gegangen, er ist hier geblieben. Seltsam. Oh Gott, gegen Link natürlich. Er ist gegen die ganzen Monster natürlich gut gewappnet. Du musst Zelda selbst Hand anlegen. Wir werfen einfach eine Vase auf ihn, weil er nichts checkt. Perfekt. Ich will mal eine Wache reinschicken. Ich soll mal den Job machen. Ist komplett paralysiert. Okay, ist ein schwächerer Link. Ist ja auch ein Zombie so nach dem Motto. Kann aber gut auskontern, einfach so ab und zu eine Vase reinwerfen. Oh mein Gott. Ja gut, er hat den Krieger erledigt. Er blockt gut. Dann setzt sich einfach ein paar mehrere Gegner ein, die er einfach zerstört. Du müsstest so richtig zum Monster, zum Phrasien hochwerfen. Ja, ich zünd ihn an. Genau. Dann so eine Giftstange noch rein. Ich vergift ihn noch. Junge, das ist richtig Mobbing. Okay, auf jeden Fall schön auf ihn werfen. Das kann er nicht so gut kontern. Gerade das Flammending. Ah, doch, er kann doch ganz gut kontern. Ah, schwierig. Ja, er hat nicht gemerkt. Man kann ihn voll gut auskontern. Er checkt nicht, wenn hinter ihm was ist. Und dann ist er jetzt auch schon down. Oh, Schattenenergie. Er ist ja so ein richtiger Schattending geworden, ne? Ich glaube, das macht er ernst. Oh ja, er macht so einen Spin-Attack. Er kann ihn von oben treffen, wie geil. Junge, Zelda muss gegen Link kämpfen. Also, das ist halt auch verrückt. Ich versuche mal zu meinem Ding irgendwie hinzulocken, zu meiner Wache. Getroffen, hat aber nicht so viel gebracht. Schön die Herzen mitnehmen. Guck mal, meine riesen Pflanze, die hat bisher immer gegen alles gepasst. Kann sie Link auseinandernehmen? Oh mein Gott, die Pflanze ist so OP, selbst Link hat da keine Chance dagegen. Ist das verrückt. Down. Was wartet mit ihm? Er tut sich in Luft auflösen sogar. Wo ist der normale Link? Aber er hat zumindest sein Schwert da gelassen. Damit kommen wir auch weiter. Dieser Junge sah aus wie der dich gerettet hat. Aber wieso hat er jetzt gegen dich gekämpft? Ja, das frage ich mich auch. Aber er hat keine Chance gegen mich. Wahrscheinlich ein Doppelgänger wie die im Schloss, oder? Ja, nehmen wir wieder mal das Schwert. Jetzt muss er doch das Schwert in die Hand nehmen. Ziehen wir es. Das Masterschwert. Oder auch nicht. Einfach irgendein Schwert. Diesem Schwert liegt eine große Macht. Eine Macht, die es sogar mit den großen Rissen aufnehmen kann. Schön, dass du das weißt. Ich spüre irgendeine besondere Energie. Schwert hochhalten. Genau, damit kann Zelda eine neue Fähigkeit erlangen. Nee, ich werde natürlich dieses ganze Ding mit Zelda ein bisschen zu langweilig. Oder eigentlich nicht. Es wird schon komplett ausreichen. Sie haben sich dazu entschlossen, Link doch irgendwie ins Game reinzuholen. Indem man sich kurzzeitig in diesen verwandeln kann. Ist funny. Bin ich jetzt um einiges stärker für einen kurzen Moment eben. So, machen wir alles kaputt mal. Also hat aber, wie gesagt, so eine Art Zeitlimit. Energie erhalten. Okay, interessant. Kann ich wieder auffrischen, ne? Ja, es hat so ein Gimmick, muss man jetzt echt sagen. So, gefällt einem das oder nicht? Ich habe mich halt darauf eingestellt, deswegen, das halt ein Game zu spielen, wo man nicht diese klassische Draufhau-Mechanik aus den D-Zeldas hat. Deswegen weiß ich jetzt echt nicht, ob ich das so oft einsetzen möchte überhaupt. Boah, wie komme ich an die Truhe ran und wo geht's weiter? Er hat sogar eine 2D-Karte hier. Das ganze Link's Awakening glaube ich nicht, oder? Ist das praktisch? Jetzt weiß ich, dass da oben die Truhe ist und unten geht's weiter. Boah, ich habe mir gerade so übelst gedacht, wie komme ich da irgendwie hin? Einfach Spinnen nehmen, die ist so geil in 2D-Mechaniken. Herzenstecker halten. Ah, da habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, Herzen zu finden. Ich denke mir schon die ganze Zeit, warum finde ich da von denen kaum was? Ich tue die ganze Zeit gefühlt halber abkratzen, ne? Weil ich nie Herzen bekomme. Er kann auch wahrscheinlich so verschiedene Anstecker auswählen. Das, wo man halt wahrscheinlich gerade haben möchte. Helle Mechaniken. Rein weggetragen, jetzt geht's hier unten weiter. Das war halt alles auch nur bisher der Zwischenbosskampf. Gibt's überhaupt einen Kompass? Weil ich sehe ja trotzdem die Truhen die ganze Zeit schon. Den gibt's gar nicht. Ein Item war jetzt hier wahrscheinlich das Schwert einfach. Da ist Energie, Schwertenergie eingesammelt. So wie der nächste Teleporter und da, ja okay, Masterschlüssel gibt's natürlich. Generell auch Schlüsse hier, sehe ich gerade auf der Karte. Werden jetzt wahrscheinlich was eingeführt. Was bist du denn für eine Pflanze? Ja, okay, ich setze zwar doch das Schwert ein, einfach aus dem Grund, dass ich jetzt so gleich brauche, weil ich das trotzdem treffe, ne? Weil ich das ja auch kaputt machen muss, um an die Pflanze dann ranzukommen. Und damit kriegen wir jetzt wahrscheinlich die Pflanze so generell. Der ganz cool ist. Ich bin auf jeden Fall gut, dass das Schwert auch irgendwie zeitlich begrenzt ist, sonst wäre es ja viel zu OP. Die Kurane erhalten, ne? Da oben ist auch noch mal eine.
Komm ich jetzt sicher jetzt irgendwie gut ran. Mach ganz schnell Schwert, bisschen habe ich ja noch. Und dann schnell killen. Weil jetzt bin ich so komplett leer damit. Okay, in beiden ist nur eine einzelne Truhe drin. In den Räumen. Wie komme ich an dich ran? Oh, ich kann den Gegner doch nehmen. Ja, das ging nicht. Doch, ich kann ihn komplett bewegen so. Dafür für meine Zwecke nutzen. Frage ist, was mache ich damit jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich schau mal in den nächsten Raum. Vielleicht fehlt mir da doch noch ein Echo. Okay, auch so eine Art Gitter. Ruhe kann ich nehmen, ja. Aber was bringt mir das? Aha! Ich muss die Truhe nehmen, dann nicht hier hochlaufen. Das funktioniert. Jetzt kann ich einfach hier entlang laufen. Das ist ein interessantes Gimmick. Wusste ich so an sich auch nicht, dass das so funktioniert. Ah, Einklang ist schon eine geile Sache, muss ich schon sagen. Es ist zwar kompliziert, weil man es auch vor allem nicht kennt, aber man kann dafür anfangen. Es ist nur für Rubine. Man muss doch irgendwie hier was entlang gehen. Jetzt muss irgendeine Möglichkeit haben, dass ich den übernehmen kann. Wie kann ich ihn erledigen, ohne ihn zu berühren? Oh, einfach dran ziehen wie ein Verrückter. Oh, wie brutal. Irgendwie sind die Lösungen alle komplett dumm gewesen, aber ich bin einfach trotzdem nicht drauf gekommen. Kleiner Schlüssel.